Ja, solange der jetzt hier nicht da ist. Können wir ja mal kurz ins Inventar und mal gucken. Spieler. Hauptstufe 3. Können wir hier irgendwas? Ne, wir haben keine Punkte. Kampf, Verteidigung, Axt, bla 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 bla. Heimlichkeit. Super. Ah, guck hier, Kräuterkunde 2. Blumenkind, Pferdekraut, Botaniker, Kreuzheben. Wenn du Kräuter sammelst, bekommst du auch Erfahrung für deine Stärkeleiste. Das ist natürlich krass. Was haben wir hier? Teurer verkaufen. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Doppelt so lange, okay. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht die eure Chance von 20%, dass zu Bruch gegangen mit dieser Rüstung wieder in deinem Inventar landen. Okay, cool. Beim Knacken von Schlössern befindet sich der Startpunkt näher am Ende des Schlosses, wodurch es leichter zu öffnen lässt, sich leichter öffnen lässt. Du kannst betrunken 30% leichter Schlösser knacken, verursachst dabei aber 30% mehr Lärm. Ja, da gibt's schon krasse Sachen, die man lernen kann. Trinkfestigkeit. Hexer. Ah, okay. Ja, halt, stopp, nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch noch auf, wo sind wir denn hier? Auf die Buffs. Okay, da ist nichts. Ruf. Offener. Habe ich 0. Talenberg 49. Scarlet nur noch 80. Gut, da wohnt eh keiner mehr. Ja, jetzt stehe ich mir hier wieder die Beine in den Bauch und warte auf den Heini hier. Gibt's doch gar nicht. Wer bist du denn hier drüben? Die Schweinefrau. Hallo. Da ist überall dasselbe. Gott behüte dich. Ist das irgendwie so ein schöner Wetterkämpfer oder was? Dass er nur kommt, wenn die Sonne scheint oder wie oder was. Das gibt's doch gar nicht. Die Schnur rum. Schild dann das. Ach, stehlen. Nee, stehlen wollen wir nichts. Darf ich mir die Laterne nehmen? Nee. Ich kann hier aber auch nichts. So, ich bin im Ring. Wo ist mein Gegner? Neue Stufe Vitalität. Und das bringt mir genau was? Oh, ein Punkt.
Dickes Blut. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Du spurtest 20% langsamer, verbrauchst dabei aber 20% weniger Ausdauer und kannst somit länger spurten. Kann nicht mit der Spezialisierung schnell wie der Wind kombiniert werden. Schnell wie der Wind. Du spurtest 20% schneller, verbrauchst aber 20% mehr Ausdauer und ermüdest dementsprechend schneller. Okay, was ist da das Geschickteste? Was haben wir da? Ich würde ja sagen, das hier. Ich bin Marathonläufer, weil wir doch hier einige längere Wege zurücklegen müssen meistens. Ja, was ist denn hier nun? Ich kann hier nicht mal die Waffen ziehen und das ist ein Scheiß. Jetzt komme ich hier nicht raus. Hier war das Richtige. Hallo? Ich drücke jedes Mal zum falschen Knopf zum Hüpfen. Depp. Da kommt wer? Der sieht aber nicht wie ein Kämpfer aus. Bürger. Hallo? Kämpfen wir jetzt oder was? Guten Tag. Ja. Was denn der Kasper? Wer bist denn du? Du bist doch auch nur eine Wache, oder? Hauptmann Bernard. Ja. Beste Grüße. Ich komme wegen der Ausbildung. Hier kann ich dich nicht ausbilden. Komm zu mir, wenn ich beim Übungsplatz bin. Sehr wohl, Herr. Wir stehen 5 Meter davor. Ja, entschuldige. Dann laufen wir halt nicht vor die Füße, Mann. So, können wir jetzt? Ich komme wegen der Ausbildung. Hier kann ich dich nicht ausbilden. Komm zu mir, wenn ich beim Übungsplatz bin. Wir sind am Übungsplatz. Okay, das ist ein bisschen arg dämlich jetzt gerade. So, bist du jetzt am Übungsplatz? Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Razzi schickt. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Razzi es wünscht. Und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Ja, komm, also wir fangen mal vorne an. Komm mit und spitz die Lauter. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gleiche. Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Genau. Gut gemacht. Genau. So ist's recht. Sehr gut. Das spitze Ende ist keine Zierde.
Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Das war RB, gell? Ja. Gut gemacht. Gut. Sehr gut. Neue Hauptstufe erreicht. Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Gut. So ist's recht. Beweg dich. Los. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Gut. Jetzt widmen wir uns der Verteidigung. Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. Nein, nochmal. Nicht schlecht. Schön. Aua. Nochmal. Aua. So ist recht. Gut. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Alter, der besorgt es mir gerade richtig. Gut, das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So ist's recht. Nicht schlecht. Gut. Gut. Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Schön. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Es war zu früh. Gut. Sehr gut.
Nicht schlecht. Finde den richtigen Rhythmus. Schau, wie sich das Schwert bewegt. Beweg dich gleichermaßen und wehr es ab. Schön. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Nicht so, verflucht. Genau. Gut. So ist's recht. Genau. Nicht schlecht. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Los geht's. Naja, für den Anfang nicht schlecht. Was ist los jetzt? Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Razis geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Razis hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Ja, was jetzt? Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dort in Locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an. Okay. Ich zeige es dir. Beweg dich. Los. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Ah, nein, nein, nein! So ist's recht. Schön. Gut gemacht. Gut. Und nun etwas schneller. Ja. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Hey, ich hab mich aus... Sehr gut. Genau. Wow, voll auf die 12. Schön. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Bereite den Angriff vor, indem du RT gedrückt hältst, wechsle dann die Angriffszone und starte den Angriff. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Yeah. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Yeah. Schön. Gut gemacht. Sehr gut.
Sieh an, okay, das war's. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Ja, aber nicht doch. Übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Das kriegen wir schon hin. Übung macht den Meister. Warte. Vielen Dank. Er hat sich verlangt auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Oh, cool. Komm mit. Dumm, der läuft ein bisschen seltsam. Der wackelt so mit seinem Popo. Vielleicht liegt es an der Rüstung. Gehen wir denn jetzt hin? In die Schenke? Wo will denn der mit mir hin? Ah ja. Schießstand. Lerne ich Bogenschießen. Auch nicht schlecht. Spiel gespeichert. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Konzentriere dich. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Ja, ich würde gerne erstmal das... Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Kann ich vielleicht erstmal, ich würde gerne erstmal das Ding anlegen. Spannen ein. Du hast gesagt, ich soll, du hast gesagt, ich soll und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Oh, dann leck mich doch am Arsch. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist Alter. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Kein Wunder, dass ein Weib dir den Arsch retten muss. Alter, ich schieß gleich einen Pfeil auf dich, du Penner. Halt doch mal die Fresse jetzt. Hat dir jemand gesagt, dass du das Ziel treffen sollst? Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde.
Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Gut, dann lass uns anfangen. Oh nee, du Großmaul. Super. Er trifft mit jedem Schuss. Ich kann nicht mal lange genug den Bogen halten. Das ist unfassbar. Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Hab Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar, lass uns gehen. Du weißt, wie das endet. So. Wir sind quitt. Wie es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Groschen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst, trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank, Mann. Ja. Möge Gott mit dir sein, Schmied. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Ich freue mich drauf. Dann hack ich dir den Kopf ab, du Penner. Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Und wenn schon? Hüte deine Zunge. Ein paar meiner Männer haben ihn bereits besiegt und es gab nie Probleme. Doch du könntest der Erste sein. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Jawohl, Hauptmann. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Rathaus. Begib dich zum Vogt.